Es sind Bilder wie diese, die Polizeihauptmeisterin Tina Schmidt vor Augen hat, wenn sie sich mit ihrem Kollegen Richard Salzer bespricht, wo sie heute auf Streife gehen werden, um Hundebesitzer zu kontrollieren. Die Zahl der Vorfälle mit wildernden Vierbeinern hat nämlich deutlich zugenommen. Das haben Anwohner mitbekommen und haben dann den zuständigen Jagdpächter verständigt und haben dann eben gesagt, dass er bitte vorbeikommen soll, um ihn zu erlösen. Wir wollen heute wieder Hundehalter erreichen, die sensibilisieren aufgrund von der Brut- und Setzzeit, die noch bis Juni und Juli andauert, weil wir aktuelle bzw. in der Vergangenheit vermehrt Wildrisse hatten im Bereich, dass wir gucken, dass die Hunde unter der Kontrolle von den Hundeführern stehen. Heute gehen die beiden Polizisten rund um die Niedernberger Seen auf Streife. Hier vermuten sie, dass einige Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern unterwegs sein könnten. Also mein Name ist Schmidt von der Polizeiinspektion Oberenburg. Ich bin Beauftragte für Naturschutz, Artenschutz und Jagd. Knöllchen oder Strafzettel müssen die überraschten Hundebesitzer aber nicht befürchten. Polizistin Tina Schmidt weist sie bisher nur auf ihr Fehlverhalten hin und teilt Infoblätter aus. Ja. Ihr Hund hört er normalerweise, ja? Ja, in der Regel schon. Schauen wir mal, was er macht. Willi, hier! Jetzt, der kommt da, ja, sehr gut. Sit! Sit! Nadine Borkowski ist erleichtert, dass ihr Labrador so gut mitgespielt hat. Auch deswegen hat sie mit der unerwarteten Polizeiaktion beim Gassigehen kein Problem. Im Gegenteil. Es ist einfach wichtig, dass die Hunde hören, dass sie abrufbar sind, einfach auch zum Schutz von anderen Tieren und auch zum Schutz von den Leuten. Es gibt Leute, die haben einfach Angst und da muss der Hund abrufbar sein. Hätte ihr Hund die kleine Prüfung nicht bestanden, hätte es zwar noch kein Bußgeld gegeben, aber zumindest eine Meldung an die Gemeinde, die könnte dann unter anderem eine Leinenpflicht verordnen. Tina Schmidt ist zufrieden. Hier am Niedernberger See gibt es heute nichts zu beanstanden, das war aber auch schon anders. Es war mal eine Zeit lang, wo eine Familie mit einer Hündin hierher gekommen ist. Die Hündin war absolut nicht sozialisiert und ist dann auch auf einen älteren weißen Schäferhund losgegangen, hat den richtig an der Kehle gepackt und wollte ihn totschütteln. Passiert ist glücklicherweise nichts. Sollten die Hundebesitzer aber wiederholt unangenehm auffallen, riskieren sie tatsächlich ein Bußgeldverfahren wegen eines Verstoßes gegen das bayerische Jagdgesetz.